Drogerie Saxonia, guten Tag. Guten Tag, bin ich da in der Drogerie? Ja? Ja, ich wollte mich mal beschweren. Ja. Weil mir geht's um das Klopapier mit dem Charming-Bär. Ja. In der Werbung, da wischt sich ja der Bär den Popo ab. Ja, stimmt, das ist in der Werbung so, ja. Ja, da gibt's den Charming-Bär, der sich den Popo abwischt. Ja. Ich persönlich glaube ja, so einen Cha-Cha-Bär, den gibt's überhaupt nicht. Natürlich. Nein. Doch. Aber guck mal, wir waren jetzt im Zoo und haben den Bären das Klopapier reingeworfen, aber der hat sich nicht abgeputzt. Ja, das war ja dann wohl kein Cha-Cha-Cha-Bär. Ja, aber das war Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Bär Toilettenpapier. Und jetzt haben wir aber Ärger gekriegt, weil der ganze Zwinger alles voll liegt mit Klopapier. Ich würde sagen, holen Sie es da aus dem Zoo raus und bringen Sie es zurück. Ich gehe doch nicht in den Bärenzwinger rein. Der Papa hat gesagt, das ist wegen der Werbung, habe ich das ja falsch gemacht. Ja, und Sie wollen sich jetzt bei mir beschweren, ja? Ja, dass ihr das nicht mehr verkauft, nicht, dass dann noch mehr Kinder so einen Quatsch machen. Ja, aber dann müssen Sie sich bei der Werbung beschweren, nicht bei mir. Na, aber ihr verkauft's ja. Ja, trotzdem. Und ihr verkaufen müsst ja alle, aber wir machen ja nicht die Werbung. Aber ihr müsst doch wissen, was er verkauft. Ich finde sowas nämlich ganz doll schlimm. Ich bin auf so einen Werbescheiß reingefallen, aber der Bär nicht. Was soll ich denn jetzt darauf antworten? Jetzt fallen nämlich ganz viele Kinder drauf rein und die Bären, die haben alle Klopapier drin. Ja, beschweren sich bei der Werbung, nicht bei mir, okay? Oder ich beschwere mich beim Radio. Die haben nämlich alle gesagt, Nils, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich bin der kleine Telefonschreck und du warst hier gerade im Radio zu hören.